So, wir sind jetzt am 800-Liter-Aquarium und wie ihr sehen könnt, hat sich hier einiges getan. Ich habe die Pflanzen ja gekürzt letzte Woche, hier oben die habe ich auch rausgenommen. Die sind natürlich wieder lose, weil die Wälse unten wieder alles aufgewühlt haben, aber wie man hier sehen kann, nur noch Stängel, fast keine Blätter mehr dran. Hier unten die schlagen wieder neu aus, alles in Ordnung, aber der Rasen ist einfach komplett weg. Da werde ich jetzt einfach mal die Matte rausnehmen und dann werde ich mir einen anderen Bodengrund besorgen, weil das hat ja keinen Sinn. Und bei der Lochpflanze kommt unten wieder ein neues Blatt, aber sie hat etwas Überdüngung. Das sieht man an den schwarzen Flecken hier im Blatt selber. Ich meine, die Fische wachsen echt flott. Vor allem hier die Pinselalgenfresser sind riesig geworden. Hier die Buschfische auch, aber die zwei, drei sind noch klein. Und die Golden Nuggets sind natürlich auch gewachsen, die verstecken sich da hinten drin. Die sind sehr scheu, leider. Wirklich sehr. Und das stört mich auch echt, aber ich kriege sie leider nicht so gut rausgelockt. Einer ist hier unten in den Stein irgendwo noch drin und der eine hängt immer oben an der Wurzel. Das ist der etwas größere, das ist mittlerweile 12 cm. Und ja, sieht etwas kahl aus, obwohl die Düngung nicht verringert wurde. Ich habe genau gleich gedüngt wie sonst auch. Und hier die Kleinen sind ein bisschen fett geworden. Pinselalgenfresser. Aber die fressen halt auch einfach mal die Futtertabletten alle auf und Gurke fressen sie auch absolut gerne. Also so ziemlich alles, was ins Aquarium reinkommt. Und dadurch werden sie natürlich auch dick. Die Panzerwälse sind unten auch zugange an den Tabletten. Die Großen sind gerade abgelenkt und wie gesagt, ich wundere mich, warum das jetzt alles nicht mehr wächst. Vor allem er hier ist ja gar nichts mehr da. Und ich verstehe nicht, warum, weil ich habe Bodendüngung drin. Ich habe definitiv auch genügend Flüssigdünger drin. Eisen, Kalium, Phosphor, alles passt. Ich habe alles gemessen und trotzdem sieht es so aus. So, und dann im Gegensatz zum Aquarium vorne einmal das 325er. Und wie ihr hier sehen könnt, es wuchert einfach zu. Ich kann es jede Woche schneiden und es ist jede Woche wieder bis oben hin, legt sich oben an die Decke, Wasseroberfläche. Und hier, die wachsen alle super. Und im Verhältnis ist hier drin die gleiche Pumpleistung, gleiche Lichtvolumen, sogar noch mehr Licht als, drüben ist noch mehr Licht als hier. Und die Düngung ist auch im Verhältnis die gleiche. Gleichen Bodensubstrate, unten drunter der Nährboden ist auch das gleiche. Dann, ich weiß einfach nicht, woran es liegt, dass vorne die Pflanzen so eingehen. Ihr könnt ja mal dazu was in die Kommentare schreiben. Über hilfreiche Infos wäre ich immer, bin ich immer froh natürlich. Und ich bin mittlerweile echt verzweifelt, warum das Becken so extrem schwankt. Mal sieht es top aus, dann wachsen die Pflanzen wie bekloppt und dann wieder nicht. Und hier ist es, wie gesagt, es wuchert einfach jede Woche wieder aufs Neue zu. Wie gesagt, schreibt mal unten rein. Ich bin über eure Hilfe dankbar und vielleicht finden wir ja so den Fehler im Aquarium.